Hallo, heute Lesestunde bei Optionsstrategien TV. Und zwar werden wir jetzt immer mal wieder Bücher vorstellen, die es sich lohnt, als Optionshändler zu lesen. Und beginnen tun wir heute mit einem Buch, das heißt Optionsstrategien für jede Marktphase. Optionsstrategien für jede Marktphase, geschrieben von Sebastian Hell, ist ein paar Jahre alt. Ist aber ein Buch, was ich wirklich jeden, der sich ein bisschen näher für den Optionshandel interessiert, empfehlen kann. Ist in einem Verlag erschienen, Reti Roma Verlag. Das ist ein Verlag, wo man selber Bücher herausbringen kann. Das ist auch gleich der ganze Nachteil an diesem Buch, denn die Qualität ist nicht sehr gut. Das heißt, was den Druck betrifft, also die Charts sind nicht immer so optimal und es ist auch der ein oder andere Rechtschreibfehler drin. Aber das soll uns jetzt nicht stören, denn das Buch ist wirklich sehr, sehr gut. Und zwar, es heißt im Untertitel Nachschlagewerk und Leitfaden für die tägliche Praxis. Und wer wirklich jetzt mal wissen will, wie ist denn das mit den Griechen bei einem Butterfly? Oder wie verhält sich das Theta, wenn die Volatilität das oder jenes macht? Welche Abwandlungen hat die Volatilität? Und so weiter. Der ist mit diesem Buch wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Ich halte es nochmal hier in die Kamera. Also so schaut das Ganze aus. Ist erschienen, das muss ich selber nachschauen. 2009, also ist 5 Jahre jetzt momentan alt, kostet 32,95 Euro. Wir verlinken hier unter dem Video dann auch den Link, dass man es bestellen kann. Und ist aber wirklich ein Buch, was ich definitiv empfehlen kann. Es ist ein Buch, gerade für Strategien, die man jetzt nicht permanent handelt. Wenn man sagt, Mensch, wie war denn das mit so einem Iron Butterfly oder wie war denn das mit einem Iron Condor, wenn man den jetzt nicht permanent handelt? Wie verhält der sich, wenn die Volatilität ansteigt und so weiter. Dann kann man das hier drin wirklich sehr schön machen. Es ist in manchen Sachen sehr theoretisch, dieses Buch, aber es lohnt sich definitiv, es zu lesen. Es wäre jetzt nicht meine allererste Wahl als Einsteigerbuch in den Optionshandel, aber würde ich natürlich mein eigenes Buch nehmen, ganz klar. Aber wer natürlich jetzt sagt, okay, er möchte sich ein bisschen mehr in die Materie einarbeiten, der ist mit diesem Buch sehr gut aufgehoben. Also, ich lese nochmal vor, Sebastian Hell, Optionsstrategien für jede Marktphase, tolles Buch für Optionshändler, kaufen, lesen und besser werden im Optionshandel. Immer daran denken, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen und bis demnächst hier wieder bei Optionsstrategien TV, Kanal abonnieren. Tschüss.